안녕하세요. 플로린가 지영입니다. 이번 부활절에도 레오니다스 카바코스의 마스터클래스를 참가하러 그리스 아테네로 다녀왔습니다. 그럼 함께 가보실까요? Bevor wir anfangen, möchte ich euch auf unserem nächsten Gruppenmeisterkurs in Frankfurt aufmerksam machen. Wenn ihr interessiert seid, ihr könnt auf dem Video im oberen rechten Eck klicken. 이번 마스터 클래스는 1월 8일까지 어플라이를 받아 28일 참가하게 된 바이올리니스트들을 발표했어요. 오디션을 위해 위니압스키 콘체르토 1번 전악장 영상을 보냈는데 접수 마지막 날 직전에 1악장 영상을 제가 실수로 지워버린 것을 발견을 하고 1악장만 급하게 피아노 반주 할 새도 없이 다시 찍어서 날짜에 맞춰 겨우 보내는 해프닝도 있었어요. 그땐 진짜 진땀이 났었죠. Wie bereitest du dich auf einen Meisterkurs vor? Ich bereite mich sehr gründlich vor, weil aus verschiedenen Gründen ein Meisterkurs ist nicht einfach nur ein bisschen vorspielen und mal schauen, wie es geht. Sondern man muss sehr gründlich aus dem Grund, weil man auch vor großen Geiger vorspielt, wie zum Beispiel Leonidas Kavakos, wo man schon aufgeregt ist, vor so einem großen Geiger vorzuspielen. Und zusätzlich gibt es auch sehr viel Publikum, auch mindestens 200 Leute, die dort sehr gut zu hören und sehr aufmerksam zu hören. Deswegen muss man sehr tief alles vorbereiten im Voraus. Und ich bin dankbar, dass ich auch durch meine Konzertmeistertätigkeit auch Erfahrung sammeln kann. Aber nichts würde funktionieren, wenn ich nicht einen sehr guten Plan haben würde. Und ich bin sehr dankbar bei Chiong, dass ich einen sehr guten Plan, sehr gut durchdachten Plan schon im Voraus bekomme. Schon Monate im Voraus. Nicht nur ein paar Tage davor oder Wochen, sondern schon Monate im Voraus. Und dieser Plan hilft mir unglaublich, Stunde für Stunde oder Minute für Minute alles vorzuplanen. Und das zeigt sich auch sehr groß. Das hilft mir, die Ruhe zu bekommen auf der Bühne. 저는 음악가도 운동선수들처럼 효율적인 연습을 위한 연습 트레이너가 필요하다고 생각해요. 그래서 트레이너로 플로린의 연습을 도와주고 있어요. 플로린은 프랑크푸르트 방송 교향악단에서 악장으로 또 최근에는 서울을 오가며 KBS 교향악단 객원악장으로 연주하느라 시간과 에너지를 잘 관리하여 연습을 해야 했어요. 그렇지 않으면 악장으로서도 마스터 클래스에서도 행복하게 연주를 할 수 없게 되니까요. Thank you.
like this. No, you can play, you can express as you want. But I want to really have a feeling that which sentence is the most important and which one is the longest. Was hast du dieses Mal von Herrn Kabakos gelernt? Ja, das war wieder ein unglaubliches Erlebnis. Wie jedes Mal. Kabakos ist nicht nur ein Geiger, sondern ist eine ganze Bibliothek in einem Mensch, in einem Musiker. Und Philosophie, Stückanalyse, Musikwissenschaft, Werk und Analyse, alles steckt in ihm. Deswegen er kann alles von verschiedenen Seiten erklären. Und das ist unglaublich, weil man bekommt von allen Richtungen Informationen, sodass man das Stück vielseitiger lernen kann. Dass er innerhalb einer Stunde, 70 Minuten, so viel Information, was ganz tief bleibt. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Ich bin sehr glücklich.저희는 또 큰 자극받고 동기부여돼서 겸손하게 더 연구하고 연습해서 멋진 음악가로 살기로 마음먹고 돌아왔답니다. 영상이 마음에 드셨다면 라이크와 구독 버튼 잊지 마세요.